Ich habe das auch ganz oft, wenn ich einen Stillstand habe beim Lernen, dass ich mir dann einfach meine Laufsachen anziehe. Man kann die Gedanken nochmal ordnen, man ist auch wirklich nur ganz bei sich. Das bringt mich einfach runter und bringt mich nochmal auf den Anfang und von dort starte ich dann neu. Und das liebe ich so im Laufen. Erstmal wollte ich unabhängig sein. Das hat mir das Laufen auch gebracht. Unabhängigkeit würde ich auch einfach als Motivation, innere Motivation beschreiben, die jeder hat. Beim Online-Studium ist es ja zum Beispiel so, da muss ich mich jeden Tag selbst motivieren und mich hinsetzen. Da sind keine festen Zeiten, in denen Vorlesungen sind, montags bis freitags. Und das ist beim Laufen genauso. Da brauche ich keine festen Zeiten, genauso wenig wie beim Studieren. Ich habe meine innere Motivation und danach kann ich laufen und danach kann ich auch studieren. Zu wissen und zu erkennen, was in einem steckt, das hat mir auch geholfen, ins Studium reinzukommen. Ich habe kein Abitur und natürlich denkt man immer, ach, das schaffe ich vielleicht gar nicht. Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt für mich? Ich habe diese Möglichkeiten ergriffen. Ich habe dafür informiert, wie es ist, zu studieren ohne Abitur. Ich habe einfach den Mut gefasst und gesagt, ich probiere das jetzt aus. So wie ich es auch geschafft habe zu laufen, über eine Stunde und auch anderthalb Stunden, so werde ich es auch schaffen, zu Ende zu studieren oder zu studieren oder den Bachelor zu schaffen und das auch ohne Abitur. Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, ich möchte an einer Winterlaufveranstaltung teilnehmen. Das ist mein großes Ziel. Und ich möchte beruflich neu starten. Das, was vor dem Studium war, möchte ich hinter mir lassen und möchte nochmal neu Gas geben, nochmal neue Gedanken haben, nochmal neue Ansätze und mich beruflich weiterentwickeln. Beim Studium und beim Laufen gibt es immer Hürden, die einem zu denken geben, ob man nicht weiterkommt. Und man kann es schaffen. Man muss es nur selber wollen und dann zieht man sich die Laufschuhe an und dann startet man nochmal von vorne und es klappt auf einmal. Und auf einmal kann man studieren ohne Abitur. Die Freiheit gab es vor 10 Jahren noch nicht und ich finde es klasse, dass es das gibt. Und ich möchte die Leute motivieren, dass sie an sich glauben und dass sie es schaffen können.